Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Phoenix Point bzw. bei Phoenix Project. Wir sind beim letzten Mal hier in dieses Pandoranennest rein. Wir haben es schon zerstört, aber wir haben auch beim letzten Mal einen Soldaten jetzt hier rekrutiert. Das Problem ist bloß, er hat keine Waffe. Was für uns bedeutet, dass wir jetzt hier sehr, sehr vorsichtig mit diesen Leuten umgehen sollten, die keine Waffe haben. Ich möchte auf jeden Fall jetzt hier hochfliegen und nochmal ein bisschen scannen. So, die Trainingseinrichtung ist fertig. So, jetzt wird erstmal hier ein Gebietsscan gestartet und wir erkunden dieses Gebiet. Und wir haben die Rückentwicklung der Laserpistole von den Synedrion geschafft. Dadurch haben wir jetzt hier Hephaestus 2 können wir jetzt hier machen, so wie das Ding sieht aus, als ob man das Ding mit CDs lädt. Hephaestus 2 Magazin. Sehr gut. Können wir gerade mal gucken, was jetzt unsere Forschung aktuell sagt. Wir sind jetzt immer noch bei der Mindfragger Autopsie, die wir ja auch mal machen müssen. Dadurch lernen wir vielleicht auch mal was. Evolution der Pandoraner. Alles spannend. Ganz im Ernst, ist alles ganz, ganz spannend. Aber ich bin der Meinung, ich brauche dringend Ausrüstung. Ich möchte die Ausrüstung von denen hier rückentwickeln. Das kann ich nicht. Ah, interessant, das kann ich nicht. Aber den Hammer kann ich rückentwickeln. So. Dann. Ja. Mache ich diese Sachen halt weiter. So, dann haben wir es halt dieses komische Marduks-Faust-Teil. Gefällt mir ganz gut. Und warum ist hier so ein Ausrufezeichen dran? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Egal, wir machen hier weiter. Und die Träume erwachen. Ford Escort. Was? Das Ding heißt echt Ford Escort. Die Zuflucht Ford Escort, was für ein Wortspiele, gehört zu Neu Jericho. Das bedeutet, dass dort normalerweise alles ruhig und unter Kontrolle ist. Doch jetzt gibt es einen Notfall. Eine Gruppe von Soldaten läuft amok. Alles begann mit seltsamen Träumen, Stimmen, die sie in der Nacht gehört haben, erzählt ein ansässiger Arzt unseren Soldaten. Ich konnte keine körperlichen Veränderungen feststellen und Anzeichen einer Infektion gab es auch nicht. Auch mit PTPS lässt sich ihr Verhalten nicht erklären. Und glaub mir, damit haben wir im Neu Jericho eine Menge Erfahrung. Es ist, als ob irgendetwas in sie einen Wahnsinn getrieben hat. Vielleicht können wir die Soldaten stoppen. Neu Jericho wäre uns dafür sicher dankbar. Okay, wir starten die Mission. Und ich würde aber mal sagen, dass wir unseren Dude jetzt hier mal, der noch unbewaffnet ist, noch nicht mitnehmen. Noch nicht mitnehmen. So, eine Sache finde ich immer noch so ein bisschen nervig. Warum steht da dran, dass da irgendwie ein Ausrüstungsproblem besteht? Wahrscheinlich müssen wir noch irgendeine Waffe nachladen. So, wir setzen unser Team ein. Go. Und ich hoffe, dass wir dann endlich mal eine Waffe herbekommen für unseren... Was heißt endlich mal? Also, dass wir halt einfach eine Waffe herbekommen für unseren zweiten Soldaten hier, zusätzlichen Soldaten. Und jetzt kämpfen wir zum ersten Mal gegen menschliche Soldaten, ne? So richtig. Vielleicht fällt da die eine oder andere Ausrüstung für uns ab. Ich würde es auf jeden Fall begrüßenswert finden. So, wir sind hier. Oh geil, hier steht sogar ein richtiger Panzerwagen. Erstmal die Umgebung ein bisschen checken. Hier gab es irgendwie, so wie es aussieht, eine Kantine. Mhm. Brauchen wir nochmal so ein Panzerfahrzeug? Es scheint hier auf jeden Fall nichts zu geben, was wir jetzt hier explizit looten können. Schade eigentlich. Na gut, dann wechselst du jetzt hier einfach mal auf die Pistole. Und sicherst die Umgebung von der Position aus. Ja, komm. Kann man hier einfach mal so machen. In diese Richtung absichern. Hier scheint es einen Durchgang zu geben. Das kommt mir sehr bekannt vor, was wir gerade eben erleben. Sehr, sehr bekannt. Gehst da noch mit? Immer schön in Zweierteams und so arbeiten, ne? Dann gehst du noch ja, dahin fürs Erste. Kann man theoretisch auch noch hier reingucken, ne? Guck mal da rein, ob da einer ist. Hallo? Nee, ist keiner. Und da? Sehen wir momentan auch keine Aktivitäten. Na gut.
Na gut, das heißt, du rückst jetzt erstmal vorsichtig hier ran. Und warte mal, du könntest sogar noch dahin gehen. Oder sogar da. Du gehst dahin. Mehr können wir gerade eben nicht tun. Wir warten. Da läuft jemand rum, das hören wir. Wir haben also eindeutig hier Bewegung vernommen. Advancing. Enemy contact. Und da haben wir den ersten Gegner. Moving to coordinates. So, Deckung. Und ja, ich würde mal halt nein mit F. Ich würde mal oh Gott, ich kann da jetzt nicht drauf wirken. Es ist so zu, ich kann ja gar nicht drauf wirken. Yikes. Das ist jetzt echt ungeil. Das heißt, du gehst jetzt dahin. Wir haben uns jetzt gezeigt. Das heißt, der Gegner wird kommen. Der Gegner wird kommen. Overwatching. Mhm. Daraus könnte man. Daraus könnte man wirken. Ich versuch's einfach mal. Ja, wir sehen ihn sogar. Cool. Mhm, ist einer von den durchgedrehten. Versucht direkt auf den Arm zu schießen. Die sind gut gepanzert. Und Rückzug. Ja, wir können sogar dahin gehen. Auf jeden Fall haben wir es auf uns aufmerksam gemacht. Das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal klipp und klar sagen. Du rückst hier weiter vor. Noch ist hier nichts. Noch ist hier nichts. Wie mache ich das jetzt hier? Am besten gehst du erstmal so ums Eck rum. Und dann kannst du hier noch reingehen. Und gehst da noch hin. Dann so einen Kriegsschrei raushauen. Hat den hier ein bisschen erschreckt. Dann warten wir mal ab. I can see them. Mhm. Auf dem Dach ist einer. Oh je. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Der kam äußerst überraschend. Heiliges Blechle. Okay, der muss weg. Aber sowas von. So, Headshot. Boomshakalaka. Kann ich theoretisch hier sogar nochmal eine drauf geben? Ein Arm oder so? Vielleicht schaffen wir ihn auszuschalten. Ich glaube nicht, dass der den nächsten Tag nochmal erleben wird. Sind wir mal ehrlich. Targeting. Sehe den jetzt. Sehe den und ich sehe den. Wen sehe ich denn am besten? Die Rede stehen da. Okay, ich habe immerhin die Ausrüstung zerstört, was auch immer das für eine war. So, wir bleiben da. Das ist jetzt hier natürlich echt ungeil. Die sind jetzt alle hier drin. Aber du kannst gleich hier von da noch reinballern. Du musst einfach diesen Schritt dahin machst. Hi. Hello, Mr. Bush. Entschuldigung. Das ist so ein Spruch, den ich, meine Clique früher immer abgegeben hat, wenn etwas sehr Überraschendes gekommen ist wegen Homer Simpson und so. Ja, du bleibst jetzt hier stehen. Den einen haben wir jetzt hier weggeholzt. Und du kannst jetzt hier auf den da noch freuen. Direkt von hinten. Sozusagen completely fair. Arm hier vielleicht. Ja, komm.
Au! Ja, lol, ey. Echt jetzt? 40 Schaden kassiert in Retour. Au. Au, au, au. Okay, Deckung, 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 Deckung. Das war's. So. Der ist verblutet, gut. Ja, ist. Au! Was für eine Frechheit, ey. My turn. Boah, ey, menschliche Gegner sind echt ätzend. Menschliche Gegner sind super ätzend. So, du lebst auf jeden Fall noch, was schon mal sehr, sehr gut ist. Auf das Scharfschützengewehr wechseln. I can see you, but I cannot hit you. Ouchie. Deckung suchen. Die ist jetzt irgendwie da oben. Das Problem ist, ich komme da, glaube ich, nicht so ohne weiteres hoch. Einzige Möglichkeit wäre hier. Oder man wirft eine Granate da hoch. Wie weit können wir Granaten werfen? Die maximale Reichweite. Also es könnte klappen. Huch, das wollte ich nicht. Es könnte klappen. Heading out. Das ist keine direkte Line of Sight hier. Let's try this. Ich würde sagen, das könnte sie stören. Jawohl, das hat die Rüstung zerstört und einiges an Ausrüstung. Problem ist, jetzt kann ich hier gar nichts machen. Ich kann hier nicht unterstützend eingreifen. Außer ich gehe jetzt hier wirklich von hinten ran und mache einen Nahkampfangriff. Das ist das, was ich machen kann. Hämmern. Bam. Gott, oh Gott, wie es schreit, ey. Scheibenkleister. Da liegt auf jeden Fall Loot rum. Was ist denn das da Schönes? Bulldog AR-50 Magazin. Nehmen wir mal mit, bevor es irgendwie, keine Ahnung, Schimmelpilz ansetzt oder so. Und du blutest. Das wollen wir doch mal sofort ändern. Boah. Geheilt. Gibt es nur noch diesen einen da auf dem Dach? Da liegt noch mehr Loot rum, wie ich gerade eben sehe. Wir haben tatsächlich Ausrüstung, die wir nutzen können, die also hier rumliegt, die wir mitnehmen können. Oh. Was sind die denn da? Warte mal. Natürlich gucke ich mir jetzt als allererstes hier den Loot an. Was ist denn das hier? Auch noch mal so ein Magazin. Okay, das wird mir wahrscheinlich nicht so viel bringen. Okay. Du besetzt jetzt erstmal hier vorsichtig diese Position und verhinderst, wenn irgendjemand runterkommt, bekommt diese Person erstmal einen unfreundlichen Gruß hier serviert. Dann rennst du jetzt mal hardcore dahin. Und du rennst hardcore dahin. Wir müssen natürlich auf dieses Dach jetzt rauf. Irgendwie den letzten Gegner hier eingrenzen in seiner Position. Du gehst noch dahin. Voila. Einen Schuss haben wir noch. Y. Sagen. Halt. Kann man so machen, ne? Läuft rum und blutet. Keine Ahnung, keine Ahnung. Da jetzt momentan noch rankomme. Was ist denn das hier für ein Gerät? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas, was man benutzen kann? Scheint nicht der Fall zu sein. Also ich sehe auf jeden Fall diese Person nicht und ich glaube auch, dass die jetzt wahrscheinlich gleich auch nichts mehr von sich geben wird. Weil ich glaube, die verblutet nämlich jetzt hier gerade eben vor sich hin.
Oh, warte mal, da ist noch mehr Loot. Echt jetzt? Krass. Ja, ist noch mehr Loot. Okay, das habe ich jetzt beinahe übersehen. Also es ist nicht viel, es ist ein bisschen Munition, aber ganz im Ernst, das nehme ich auf, wenn ich es haben kann. Mhm. Warte mal, ich kann da theoretisch noch rausspringen, ne? Hier so ein Hero-Move raus. Yeah! Und Pistole abfeuern! Stirb! Deckung! So! Völlig unsinniger Hero-Move an der Stelle. Aber jetzt ist sie auf jeden Fall down. So rein Verblutungsseil. Und wir können ja nochmal einen Kriegsschrei machen. Das demotiviert nochmal. So, das war's. Das, ah, lebt noch. Ach du Scheiße. Lebt also noch. Nee, nicht mehr. Ist geflohen, so wie es aussieht. Okay. Ist geflohen. So, gab auf jeden Fall nochmal ein Level Up. Ich wusste nicht, dass sie fliehen können. Haben sie aber gemacht. Das war aber auch echt knapp. So, wir haben es geschafft. Über den Willen des Menschen. Phoenix Project would return one day, even after Symes disappeared. It seems to be the defining pattern of your history. Fall, then rise again. I wonder if this points to an underlying weakness or an underlying strength. I suppose time will have to tell. Time and the choices you make. After all, you are not necessarily defined by what has come before. You can be whatever your will allows you to be. That is the essence of the human experience. Das ist interessant. Neu-Jericho redet, also dieser Tobias West redet in gewisser Weise so, als ob es ihm quasi alles sozusagen schon um den freien Willen geht, aber ich glaube, die sind dann doch eher nach allem, was ich schon gehört habe, eher sehr, sehr hierarchisch organisiert, was ja jetzt mit freiem Willen nur noch sehr, sehr eingeschränkt in was zu tun hat, ne? So, wir können nur noch sagen, was mit diesen Soldaten geschehen ist, ist beunruhigend. Er hat halt gerade mehr oder weniger bei uns geredet, dass wir im Grunde wie so eine Art Stehaufmännchen sind. Also, weil das Phoenix Project ja down gegangen ist und jetzt wieder sich quasi wieder Phoenix aus der Asche erhebt. Na gut, die Soldaten da, was ist mit denen los? That is why I did not intervene. We could have stopped those soldiers ourselves easily enough. But I needed you to see, to understand that far more is at stake here than just our ecosystem or our genetic purity. We are being robbed of what makes us human, our will. I fear neither the Utopians at Sanhedrin nor those Anu fanatics really understand that. If you can recognize the real nature of the threat, perhaps we can work together on stopping it. Okay, er hat es auf jeden Fall, er wollte uns zeigen, was hier schief geht. Deswegen hat er diese Soldaten selber nicht stoppen lassen, sondern er hat extra auf uns gewartet. Ist schon ein fragwürdiger Move, muss man schon sagen, ey. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein pathologisches Bild ist, aber auf jeden Fall ist das schon schräg. Also, dass er so von oben herab uns jetzt was beibringen will und damit im Grunde eigentlich andere Menschen damit in Gefahr bringt. Ich rede jetzt nicht von den Soldaten, die wir bekämpft haben, sondern letzten Endes auch seine eigenen Leute. Spannend auf jeden Fall. Naja, er ist auf jeden Fall der Meinung quasi, dass hier mehr auf dem Spiel steht als einfach nur Freiheit oder das Menschsein an und für sich, sondern die gesamte Existenz, ne? Weil wir halt letztendlich auch geistig manipuliert werden. Unser Standing hat sich mit ihm verbessert, wir bekamen 600 Materialien, was uns jetzt gerade eben sehr, sehr zugute kommt. Und wir müssen wieder Ausrüstung auffrischen. Eine weitere Odin-Granate ist irgendwie nicht möglich. Ach, Red Gamer hat... Hä? Nee, was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund kann ich das hier nicht auffrischen. So, ich guck gerade eben mal in die Produktion oder mal ins Personal. Hier gibt's nämlich Level-Ups, Training. Gorwin hat ein Level-Up. Gorwin kann Experte für schwere Waffen werden. Was ich immer noch unglaublich seltsam finde.
Will ich Gorwin hier eine Zweitklasse geben? Ich verstehe halt einfach nicht, warum ein Sniper mit schweren Waffen zusammenarbeiten sollte. Das geht mir irgendwie nicht so runter. Abwehrgeschützkenntnisse. Fähigkeit mit Abwehrgeschützen plus 10%. Nö. Ich überspringe mal hier die neue Klasse. Zumindest von Anfang. Die können wir später immer noch nachziehen. Und ich sorge dafür, dass Gorwin jetzt hier der schnellste Mensch von Mexiko quasi wird. Und dann nochmal ein bisschen Willenskraft bekommt. So. Ausrüstung können wir jetzt hier momentan immer noch nichts ändern. Jetzt will ich gerade mal gucken. Hier haben wir auf jeden Fall genügend Ausrüstung. Ja. Wir haben immer noch keine Waffen. Wir haben jetzt hier diese komischen Bulldog AR 50 Magazine, die uns aber wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Hier haben wir keine Granaten mehr. Hier haben wir die Pistole. Ja, wir haben zwar jetzt diese Hephaistus-Magazin, aber wir haben keine Hephaistus-Waffe. Das macht die Sache immer noch so ein bisschen kritisch. Wir haben auch Verletzte. Und wir produzieren immer noch für über einen Tag lang dieses komische Teil. So, die Hephaistus-Pistole könnten wir theoretisch machen. Aber noch machen wir es nicht. Wir scannen jetzt hier gerade eben. Wir sollten theoretisch mal dahin gehen, um eine Mission hier zu machen. Ich frage mich, ob wir uns das leisten können, trotz Verletzung. Ich wage es. Komm, wir fliegen dahin. Wir können ja immer noch sagen, nee, wir machen es nicht. So, der Symes Rückzugsort, Erkundungsstätte, Missionsbeschreibung. Unsere Soldaten haben den privaten Rückzugsort von Randolph Symes im Dritten erreicht. Sie hoffen, dort zusätzliche Informationen zu finden, mit denen wir seine Notizen entschlüsseln können. Vielleicht verstehen wir dann auch seine Handlungen besser. Unsere Scans zeigen jedoch eine feindliche Präsenz in der Gegend. So, das heißt, wir müssen also die Mission starten. Ich werde definitiv hier dich noch nicht mitnehmen. Obwohl ich dich gerne mitnehmen wollen würde, aber du bist einfach momentan rein ausrüstungstechnisch für uns nicht von Belang. Tut mir sehr leid. Team einsetzen. Eine Storyline-Mission, die jetzt hier beginnt. Es kann gut sein, dass wir eventuell mitten in der Story, mitten in der Mission cutten müssen. Denn ich werde jetzt hier keine 40-Minuten-Folgen produzieren. Das würde meinen ursprünglichen Plänen sehr zuwiderlaufen. Aber vielleicht ist es ja auch überschaubar von der Komplexität, was uns erwartet. Naja, ich glaube es irgendwie nicht. So, wir sind angekommen, Phoenix-Truppen. Der Platz ist auf jeden Fall nicht allzu groß. Also, warte mal, da haben wir schon einen Gegner. Da ist schon mal der erste Gegner. Das geht ja gut los, ey. Lass mich das mit dem Scharfschützen hier gleich mal erledigen, oder? Kann ich da direkt drauf schießen? Es sieht schon geil aus, ne? Muss man schon sagen. Mit dem Scharfschützen erledigen. Kann ich da hingehen? Kann sogar von da aus schon machen. So. Scharfschütze nimmt Maß. Und der erste Treffer war schon mal ein guter. Warte mal, nee, ich mach das so. Alles zielen. Dann können wir nämlich gleich mit der Pistole nochmal nachsetzen. Das Fiese ist auf jeden Fall down. Keine Frage. Wir haben noch einen Feind gesichtet. Da hinten. Ein Tentakulon. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht unangenehm aus. Nennen wir es mal unangenehm. Was hier alles so auftaucht. So, ich bin jetzt mal so... Wir haben noch einen Feind gesichtet, okay. Es sind mehrere da hinten. Ach, wie schön. Ach, wie unglaublich beautiful. Ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass wir jetzt hier mal ein bisschen rennen. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auf Dinge zu schießen. Erstmal aufs Bein. Ja, wir haben nicht gut genug getroffen. Wir können hier noch weiter rennen. Run, 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 run. Machen wir hier auch nochmal diesen Move da. Die offene Fläche jetzt hier anstürmen.
Und guck mal gerade, ich kann nur den da sehen. Na gut, komm, dann fallen wir jetzt einfach den mir voll ins Kreuz. Ja, aber der übersteht das halt easy, ne? Du wartest hier. Oder warte mal, kann ich das jetzt hier machen? Die Aktions... Nee, warte mal. Ich kann nochmal sprinten. Nee, das will ich ja nicht. Standby. Du, mein Freund, gehst jetzt mal auf eine erhöhte Position, die mir persönlich zusagt. Und das wäre tatsächlich die da hier. On it. So. Und Landung. Von da aus kannst du jetzt hier gleich sehr nützlich werden. So, der fällt schon mal auseinander. Das haben wir schon mal einigermaßen gut hingekriegt. Oh oh. Also was das jetzt hier schon wieder ist, keine Ahnung. Aber es hat ein Gewehr. Oh oh. Ah! Wow. Ja, das gibt es hier auf jeden Fall... Reaktionsfeuer von unseren Leuten, die sich gegenseitig hier unterstützen. Schild ist aktiviert. Der scheint so eine Art Schotti zu haben. Der schießt noch nicht. Der muss auf jeden Fall down gehen wegen seiner Schotti. Der ist ja gut, ey. Oh, geil. Ich find's gut, dass sie beide jetzt hier immer wieder so dagegen feuern. Bevor der reagieren kann. Boah, sie ist ziemlich gefipst, wenn ich das mal so hart sagen darf. Du kannst jetzt von da aus schießen, hast du noch ein bisschen Deckung. Mhm. Komm. Triff. Mist. Nein. Nicht getroffen. Schnell da hin noch. Mhm. Ich schieße mal mit... Ne, warte mal, mit ihm da oben. Mit ihr da oben. Ist es wahrscheinlich sicherer, jetzt hier zu agieren. Nee. Ich sehe halt wirklich nur den da. Feuer. Das hat überhaupt nicht geklappt. Oh oh. Au! Die können halt alle dieses Reaktionsschussgedöns, ne? Der Triton muss weg. So. Ich habe keine Ahnung, was ich kaputt gemacht habe, aber ich habe was kaputt gemacht. Oh, der kann sich unsichtbar machen. Das ist immer eine freche Aktion. Nachladen. Ja. Bin ein Fan vom Nachladen. Wir ziehen uns mal weiter zurück. Die Willenskraft ist halt komplett weg, ne? Willenskraft 0. Dich ziehe ich jetzt hier auch mal weiter zurück. Wie viele Aktionspunkte haben wir noch? Jetzt haben wir noch 3. Das heißt, ich kann jetzt noch einmal schießen. Was wir auch tun sollten. Kann ich hier was ausschalten. Fehlt ja nicht viel. Der war wichtig und dann können wir so mal heilen. Jawohl, nochmal bitte heilen an der Stelle. Nein, heilen kostet 2 Aktionspunkte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Dementsprechend ziehen wir uns einfach nochmal ein Stückchen zurück. Holla die Waldfee. Senkt halt die Wahrscheinlichkeit, dass der was trifft, ne? Umso weiter wir weg sind. Das ist nochmal so ein Triton, die ich als... Ist klar! Aber wie gut treffen die eigentlich? Ach du Scheibenkleister, sofort ein Medikit verwenden. Just need to catch my breath. Oh, wow, 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 wow. Okay, kannst du auf irgendwas schießen? Du kannst den Triton sehen. Enemy hit. Ja, der hat sich jetzt auch unsichtbar gemacht. Wie ist es da hin? Da kommt auf der anderen Seite ein anderer Triton hoch. Ey, dieses unsichtbar machen ist echt gemein. Der Treffer war wichtig.
Wir wechseln die Waffe, sorgen dafür, dass wir jetzt das hier einsetzen. In der Hoffnung, dass wir ihn killen können. On it. Ja, wir haben nur den Schild getroffen. Aber wir können versuchen, das jetzt hier noch so zu machen. Ich bleib doch mal wirklich so stehen. Du versuchst den auch noch zu beschießen. Komm, mach ihn einfach weg. Boah, gut. Du machst noch das da jetzt hier. Haben wir es hier überkreuzt, hier quasi die Situation. Wenn wir jetzt da hingehen, könnte ich jetzt hier im Nahkampf angreifen. Kann jetzt hier im Nahkampf angreifen, das will ich jetzt auch machen. Hi. Bin neben dir. Servus. Bäm. Was? Es verblutet quasi an der Keule, die wir verpasst haben. Aua. Komm, wir machen das jetzt hier direkt im Nahkampf. Da kenne ich jetzt nichts. Hämmern. Wir haben aber noch nicht gewonnen. Irgendetwas läuft hier noch rum. Außerdem gibt es ja noch Loot, wie ich gerade eben sehe. Und zwar nicht so knapp. Ganze Waffen! Okay. On the move. Also wir wissen, hier läuft irgendwo noch so ein Triton rum. Wir wissen noch nicht genau wo. Du musst jetzt erstmal nachladen. Und rückst jetzt hier hin. Ich würde mal sagen, du deckst jetzt dieses Gebiet hier mal vorsichtshalber ab. Du gehst ja auf Scharfschützengewehr und rückst wirklich eiskalt auf das offene Feld. Deckst das Gebiet jetzt hier erstmal ab. Du gehst dahin. Oder muss ich irgendwo hier rein? Ich muss da oben hin. Okay. Dann wissen wir, was zu tun ist. Du deckst das hier ab. Das heißt, wir müssen einfach da hoch. Das ist alles. Unser Heavy Line springt also da hoch. Halt, Moment. Wo war das jetzt nochmal? Da war das. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Dafür lohnt es sich nicht nochmal eine neue Folge anzufangen, Leute. So. Rein mit uns. Ich würde mal sagen, wir warten. Ich glaube, da passiert nämlich jetzt nichts mehr an Gegnern. Wir müssen bloß jetzt da noch hinlaufen. Hallo? Nein, du sollst da hinlaufen. Man sieht es halt dooferweise nicht, ne? Das nervt mich so ein bisschen. So, jetzt kann ich das hier machen. Ziel. Mission abgeschlossen. Hoch. Okay. Ein bisschen blöd ist, dass man dann dieses Missionsziel nicht mehr sieht, in dem Augenblick, wo man Soldaten anwählt. Das sollten die Entwickler vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern. Aber immerhin haben wir es geschafft und wir haben zwei neue Waffen entdeckt, die wir noch nicht kennen. So, dann gucken wir mal, ob es hier gleich nochmal irgendwie eine Abschlussbesprechung kommt. Genau, die Aufgabe Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben eine große Menge an Dokumenten aus dem Rückzugsort von Symes bergen können. Anhand dieser sollten wir in der Lage sein, besser zu verstehen, was Symes tat und was er entdeckte. Ja, analysieren bedeutet, wir haben drei wichtige Standorte identifiziert, die Symes als besonders relevant für seine Forschung über die Geschichte des Phoenix-Projekts und zu früheren Ausbrüchen ungewöhnlicher Krankheiten erachtet hatte. Es ist zwingend erforderlich, dass wir Soldaten entsenden, um diese Orte zu untersuchen, sobald die strategische Situation es zulässt. Wir bekommen Tech, Materialien und sowie neue Orte, Absturz durch Tugend, Aufstieg durch Sünde und gefroren haben wir entdeckt. Neuer Ort im Geoscape, Gefangener des Eises. Und es kommt anscheinend nochmal ein kleines. As the world fell apart around us, it was difficult not to feel guilty. Some chose to be proactive and fight, but not me. I came here instead. My best weapon is my mind, and I need silence to put it to work. The history of the Phoenix Project is a complex tapestry. In Russia, Turkey, Britain, Spain, not one unbroken lineage, but a tangle of organizations, each passing the torch to the next with only one goal: to protect the human race. But protect it from what? Did they know about the Pandora virus? And if so, how?
The answers are out there. So much has been investigated and collected and analyzed, but it's all scattered, lost. I don't know if it's possible to track it all down, but I have to try. There's only one thing I'm sure of. I can't stay here anymore. Das Einzige, was ich an der Stelle kritisiere, ist der Begriff menschliche Rasse. Es gibt keine menschliche Rasse. Es gibt nur den Mensch als Spezies. So, wir müssen ja wieder aufrüsten. Und damit, liebe Leute, sind wir fertig, auch für diese Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und ade.